der letzten Spotlight-Folge dieser besonderen Spotlight-Woche. Jeden Tag gab es eine Folge aus der Spotlight-Reihe und weil Weihnachten naht, habe ich gedacht, was nehme ich da? Und habe mich entschieden für eine Demo. Und ich hoffe, euch ist Lemminge, also Lemmings ein Begriff. Ist ja im Prinzip eine Art, ja, wie soll ich sagen, es wird als Puzzle einsortiert. Das ist also irgendwie ein Knobelspiel auch. Es geht darum, Lemminge in einem in ein Ziel zu bringen, ja, und die haben ja leider die Angewohnheit, dass sie sich gerne irgendwo runterstürzen möchten, das soll man natürlich verhindern, man muss eine bestimmte Anzahl von Lemmingen retten ins Ziel und und hier hat es, das ist eben ein Beispiel, wie das früher so war, da gab es immer wieder spezielle Versionen von Spielen, einfach mal aus solchen Anlässen, ja, also wie jetzt hier zum Beispiel für Weihnachten. Dass es eine Sonderdemo gibt, um damit gleichzeitig auch Werbung für das eigentliche Spiel zu machen. Ihr seht VGA oder EGA, wir sind hier übrigens im Jahre 1991, es gibt auch zwei Demo-Versionen, eine 91 und eine 92er, ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo der Unterschied liegt. Ihr seht, es gibt einiges zur Auswahl, ja. Es könnte sich hierbei natürlich bei mir um einen High-Performance-PC handeln. Leider gibt es hier ein kleines Problem, das werdet ihr gleich sehen. Das Menü ist erstmal gut. Ihr seht, wir haben ein bisschen was zur Auswahl. Wir können die Anzahl der Spieler, können in Level springen, wir können Sound sagen, ob wir da haben, ob wir Musik haben möchten oder nur Geräusche zum Beispiel und so weiter. Und ihr seht, dass die Optik ist eben angepasst mit Schnee und Zipfelmützen bei den Lemmingen und so. Ist natürlich, ist ganz süß gemacht. Ja, und es ist eben eine Demo nur. Das steht auch dabei. Ja, aber es zeigt zugleich mit unserem kleinen Thema Weihnachten auch, wie Lemminge so funktioniert hat. Ja, und jetzt gleich werdet ihr sehen, übrigens, ihr seht auch von Psygnosis. Manche von euch kennen das vielleicht eher vor dem Hintergrund von Simulationsspielen, das Studio zum Beispiel, die IndyCar oder NASCAR Racing Serie. Meines Wissens nach ein britisches Studio. So, ich starte einfach mal das Spiel. Jetzt sehen wir gleich, hier gibt es so einen Fehler irgendwie in der Anzeige. Da steht jetzt immer, was man machen soll. Oben gibt es so eine Mini-Panorama-Ansicht, ja, des Levels, ja, und dann steht da drunter, wie viele wir schaffen müssen. Also es gibt 50 Lemminge, das kann man jetzt gerade schlecht lesen, das verstehe ich, aber auf den nachfolgenden Bildschirmen ist es wieder in Ordnung, deshalb keine Ahnung, woran es liegt. 50% davon müssen wir retten und ich habe 5 Minuten Zeit dafür. So, man spielt das mit der Maus. Hier sind wir, ist ganz schön gemacht auch mit dem Level. Also hier spawnen jetzt die Lemminge und ich kann jetzt denen verschiedene Aufgaben geben, zum Beispiel buddeln. Der ist jetzt schon zu weit gelaufen. Den nächsten lasse ich mal buddeln. So, und jetzt muss man also im richtigen Moment, das Timing spielt hier eine große Rolle, muss man den also dann laufen lassen. Und jetzt laufen schön brav alle diese Lemminge los. Ihr seht, der eine läuft jetzt in die falsche Richtung, weil er ja zurückgekommen ist. Also das ist auch hier die Gefahr, dass die Lemminge nämlich, wenn die halt gegen ein Hindernis stoßen, drehen die um. Und das könnte jetzt sein, dass auf der anderen Seite vielleicht ein Abgrund ist und entsprechend würden die dann dort runterfallen. Dafür gibt es dann wieder so Stopper-Lemminge und dann kann ich also einen Stopper-Lemming machen. Jetzt seht ihr erstmal hier gibt es einen Abgrund und was bedeutet Abgrund? Achtung! Ja. Das ist natürlich nicht so gut. Wir müssen die ja retten, also brauchen die Lemminge Fallschirme. Fallschirmlemminge draus machen, denn sonst zerschellen die unten auf dem Boden. Ich habe noch 14 Fallschirme. Ihr seht, da sind jeweils auch so Zahlen dran. Man kann also alle Aktionen nur in begrenzter Menge tatsächlich auch machen. Und das ist eben auch hier die Knobelei dabei, wie man eben manche Probleme dann überhaupt gelöst bekommt.
So, und jetzt haben wir es nämlich, jetzt drehen die da oben um. Und jetzt müssen wir da mal so einen Stopper hinstellen. Zack. So, der sorgt jetzt dafür, dass die einen können wir noch retten. Zack. So. Das heißt, die sind jetzt sozusagen hier und laufen hin und her. Und ihr seht, jetzt müssen wir als nächstes, müssen wir hier durchbuddeln irgendwie. Dafür gibt es hier so ein Spitzhacken-Lemming. Die Grafik seht ihr schon. Also da scheint auch vielleicht so ein Farbproblem vorzuliegen. Das kann ich nicht so richtig sagen. Unten in der Leiste. Im normalen Lemming war das besser zu erkennen. So, jetzt hat er sich hier durchgebuddelt mit seiner Spitzhacke. Und jetzt kommt die nächste Schwierigkeit. Hier ist irgendwo einer, der so... Oh, nee, das war's nicht. Da den... Oh. Ja, das ist ein großes Problem hier jetzt. Jetzt gehen die mir nämlich alle verloren. Ich muss ja genügend reinbringen wieder ins Ziel. Deshalb müssen wir die jetzt alle bauen lassen. Sonst laufen die nämlich über die nicht fertig gebaute Treppe drüber. Nein! Und sind dann da unten irgendwo, wo ich nichts mit denen anfangen kann. Deshalb bauen wir jetzt eine sehr dicke Treppe gerade schon. Nein, noch einer. Ach, oh. Ah, jetzt haben wir weit genug gebaut. So, und jetzt, hier ist nämlich das Ziel. Hier laufen sie rein. Und jetzt laufen auch alle weiteren da rein, hoffentlich. Aber wahrscheinlich reicht das nicht mehr. 50% hätten wir schaffen müssen. Und ich glaube, da werden wir nicht drauf kommen auf die 50%. Und schon scheitern wir am ersten Level hier. Ja, die sind hier trotzdem abgestürzt. Da können die Fallschirm haben, wie sie wollen. Der Level hört dann nämlich einfach auf. Da sind die ins Nichts gefallen. Tja. Und jetzt habe ich 16% geschafft und ich glaube, gleich ist jetzt ist schon kein Level, kein Lemming mehr unterwegs. Nur noch der eine, der da rumsteht. Was macht man mit dem? Den lassen wir explodieren. Auch das immer schön gewesen. Bam. So, ja, offensichtlich haben wir das ja nicht hingekriegt. 16% habe ich gerettet, 50% hätte ich schaffen müssen. Ja, was macht man? Offensichtlich muss man sich erstmal damit beschäftigen, dass man den Weg frei bekommt. Also müssen wir erstmal vorne jemanden buddeln lassen und dann hinterher alle den Weg frei machen sozusagen. Besonders viel Spaß hat es dann immer gemacht, alle Lemminge explodieren zu lassen. Also, ich mache es vielleicht einfach mal. Und wir machen danach noch einen kleinen Anlauf, um es nochmal hinzukriegen vielleicht. Achtung! Bam! Ja. Das war auch mal schön. Jetzt habe ich es eigentlich wohl nicht geschafft mit dem Level, ne? Also legen wir nochmal los. Zack. Ja, der Anfangsbildschirm ist einfach kaputt. Ich habe keine Ahnung, warum. So, und jetzt versuchen wir doch mal den Level hinzubekommen. Vielleicht klappt es ja. Es gibt auch welche, die Lemminge, die man, die klettern können. Das ist auch eine Fähigkeit. Ja, dann wie gesagt, Explosionslemminge können wir auch separat machen. Einzelne explodieren lassen. Das hilft zum Beispiel, um vielleicht mal irgendwo den Weg frei zu sprengen an dünnen Hindernissen. Hier diesen Treppenbauer, den Stopper. Und es gibt auch einen, der senkrecht nach unten buddelt. Müssen wir vielleicht mal gucken, ob der uns sonst irgendwo gleich auch helfen könnte. Wenn wir hier natürlich schräg runter... Moment mal. Wenn wir hier es schaffen könnten, schräg runter zu buddeln und das vielleicht ausreichen würde, um den nicht sterben zu lassen beim Abstürzen, wäre es natürlich noch besser. Vielleicht machen wir das mal so, dass wir das so in Etappen buddeln. So, ich habe den Stopper dahingestellt, dass
dass der jetzt die erstmal aufhält und hier sich niemand irgendwie in ein Unglück stürzt. Und ich hoffe jetzt, den richtigen Moment zu finden, hier noch ein bisschen weiter nach unten zu buddeln. So, ich habe keine Ahnung, wie weit die runterfallen dürfen, ohne zu zerschellen. Das reicht. Und jetzt sind wir nämlich nicht mehr angewiesen auf die, das ist das Wichtige, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass wir die Fallschirme benutzen. Und entsprechend sollten unsere Lemminge damit jetzt überleben, wenn wir sie gleich auf diesen Weg schicken. Und dann sind die 50% natürlich auch kein Problem mehr. So, jetzt buddeln wir einmal hier durch. Ach, schön hier, ne? Also einfach diese Kleinigkeiten, das war für die damalige Zeit natürlich schon was Besonderes, diese Animationen und so. Wir sind also wieder Anfang der 90er Jahre, nachdem wir jetzt ja mehrere Spiele vom Ende der 90er Jahre hatten. Ja, und da merkt man natürlich schon, dass das hier einfach noch was ganz anderes ist. Aber auch ganz viel, ja, ich sag mal, drollig gemacht wurde. Ich finde es einfach schön auch. Es ist schön und liebevoll gemacht, diese Spiele. Und ja, auch dafür, dass es ja eigentlich nur so eine kleine, so ein kleiner Gag hier ist. Ja, das ist natürlich interessant. Offensichtlich kann man nur so eine bestimmte Menge an Treppe bauen, das hatte ich wohl vergessen. Also lassen wir den mal in der Luft hier explodieren und dann gucken wir mal. Bums, zack. So, dann sollen die anderen mal nachkommen und dann bauen wir hier einfach mal ratzfatz noch was. Also die 50% werden wir wohl ohne Probleme schaffen, da mache ich mir eigentlich jetzt gerade gar keine Sorgen mehr. Ich bin gespannt, wie viele wir jetzt hier bauen lassen müssten. Aber jetzt weiß ich auch, warum ich eben, obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, ganz gut aufgepasst zu haben, so große Probleme damit hatte, dass da immer noch welche runterfielen von der ganzen Geschichte. So, die zwei nehmen wir erstmal. Du machst mal den Stopper hier. Ich halte mal hier einfach drauf. Genau, dann ist nämlich, sobald die aufhören zu bauen, bauen sie direkt weiter. Sieht man ganz kurz, machen die so mit den Armen. Oh, ich glaube, wir sind durch. So, ich glaube noch ein, zweimal. So, das müsste weit genug sein. Zack, und damit haben wir es. So, und jetzt können wir hier den in die Luft jagen. Ich hoffe, der ist nicht zu nah an der Treppe. Dann hätten wir nämlich ein Problem. Zack. Und ich hoffe, das ist nicht zu hoch. Nein, alles gut. Und jetzt laufen sie schön ins Ziel. Und wir können es auch beschleunigen. Ah ne, das ist Pause hier. Ich dachte, wir können nur die Spawn Rate ändern. Okay. Und jetzt heißt es abwarten hier. Abwarten und Tee trinken. Da hinten sind immer noch welche unterwegs. Das wird also noch einen Moment dauern, bis alle da sind. Ja, wie viel habe ich verloren? Ich glaube, einer ist runtergestürzt. Zwei habe ich in die Luft gesprengt. Und es sind, glaube ich, jeder Lemming immer 2%. Also wenn wir Glück haben, kommen wir auf 94%. Und ich mich nicht verzählt oder verrechnet habe. Und damit hätten wir den Level geschafft. Und ihr hättet gesehen, wie man Lemmings Christmas Edition spielt. Okay, da war mir also irgendwo einer noch abhanden gekommen, den ich vergessen hatte. Okay. Gut, 92% haben wir geschafft. Wir haben es geschafft. Ne? What a fine display of Lemming Control. Take a bow, then carry on with the game. So, und dann sieht man unten ganz klassisch Access Code für den nächsten Level. Also ich kann von jetzt an immer im zweiten Level starten, indem ich einfach diesen Code eingebe. Schreibe ich mir auf und zack, ne? So wie das früher so lief. So spart man sich als Spieledesigner auch die Möglichkeit, das zu speichern. Interessant, habt ihr gesehen, offensichtlich ist es nicht nur bei dem einen Level so, dass das nicht funktioniert, sondern bei ganz vielen. Oh, das wird lustig gleich. Aber der Abschlussbildschirm ist ja richtig, also keine Ahnung, woran das liegt.
Ja. Während wir jetzt gleich hier das mit einem großen Knall enden lassen, das Spiel. Tja, müssen wir jetzt irgendwie auch noch Sterne vergeben dafür, ja? Wie gibt man für so etwas hier Sterne? Das ist ja schwer. Denn es ist ja auch ein ganz außergewöhnliches Spiel, eine Sonderedition natürlich. Aber ich würde mich dabei tatsächlich sogar auf Lemmings 1 mitbeziehen. Denn hier ist ja eigentlich die Optik geändert und das Spielprinzip und die Level sind ja vergleichbar. Und ich muss sagen, das ist ein Knobelspaß mit einem süßen Look, ja, der auch heute noch Spaß machen kann. Ja, das kann man spielen. Es ist natürlich so, klar, die Grafik, ja, ist halt sehr pixelig, muss man vielleicht in etwas kleiner spielen. Ja, also vielleicht im Fenster, dann fällt das nicht so auf, wirkt es etwas besser. Tja, was gebe ich da an Sternen? Ich gebe diesem Spiel hier 3 Sterne. Ja, weil doch auch die Steuerung an einigen Stellen vielleicht nicht mehr so ist, wie man es heute haben möchte und so. Aber auch dieses Spiel kratzt eindeutig an den 4. Ja, da gibt es auch einen 4. mit einer Mütze drauf oder so. Mal gucken. Ja, aber zwischen 3 und 4 Sternen liegen wir hier bei diesem wunderschönen Spiel. Und damit beenden wir auch die Spotlight-Spezialwoche hier auf dem Kanal. Und zwar mit einem großen Knall. Achtung, jetzt seht ihr mal, was passiert. Das hat mir früher mal am meisten Spaß gemacht. Mayhem! So, und den Level komplett weggesprengt. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Es wird jetzt bis Weihnachten noch 3 weitere Spezialfolgen mittags um 12 geben. Jetzt gibt es ja an jedem Adventstag. Und dann ist Schluss mit dem Adventsspezial. Ist ja logisch, der Advent ist dann nämlich vorbei. Und ich hoffe, dass es euch weiterhin gut geht. Bleibt gesund und wir uns morgen dann in einer anderen Spezialfolge von irgendwas, was ich nicht verraten werde, wiedersehen. Wartet nur drauf. Bis dann. Ciao, euer Thomas von Top to Top Games.